Jo Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khaled, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verkostung à la Khaled. Und ja Freunde, heute oder beziehungsweise bevor ich anfangen möchte, möchte ich mich auf jeden Fall erstmal entschuldigen. Und zwar, dass ich so inaktiv war. Ich muss manchmal auch die Wahrheit sagen. Es ist nicht leicht, mitten in der Woche, so wie jetzt gerade, halt was zu drehen, weil ich leider von morgens 5 bis nachmittags 4 ungefähr auf Juck bin, wie man so schön sagt. Und ja, nichtsdestotrotz möchte ich das trotzdem durchziehen, und ja, ich hoffe, ihr habt da viel Verständnis. Und ja, auf jeden Fall, Freunde, die letzten beiden Verkostungsvideos sind gut bei euch angekommen, finde ich, und ich hätte nichts dagegen, wenn wir weiter damit machen. Allerdings würde ich mich sehr, sehr gern darauf freuen, wenn wir die nächsten 10k, die nächsten 10 Likes auf jeden Fall hochsteppen. Wir haben ja bei 10 Likes angefangen, das zweite Video haben wir auf 20 hochgeknackt. Jetzt würde ich mich wirklich sehr, sehr gern freuen, dass wir mal die 30 Likes schaffen. Wenn wir das machen und irgendwann mal bei 50 landen, weiß ich nicht, ob wir damit aufhören werden oder weitermachen, aber das Format wird weitergemacht werden. Und ja, mein Deutsch ist wieder da. Auf jeden Fall, Freunde, heute geht es darum, wir testen den Lukas Podolski Döner. Und ja, ich bin gespannt. Ich habe es einmal probiert, aber leider auf Krampf. Das heißt sehr, sehr schnell. Und heute möchte ich mal das probieren. Oder beziehungsweise nochmal essen in Ruhe. Und ich muss sagen, der Döner ist auf jeden Fall schön breit. Und, Entschuldigung, passt viel Inhalt rein. Und wir packen das Ganze mal jetzt schön zusammen aus. Und Freunde, ihr wisst gar nicht, was für ein Kohldampf ich habe. So. Da haben wir es. Ich mache eigentlich immer so auf einer Seite auf. Ich hoffe, man sieht es. Sieht man es? Das ist jetzt. Warte, ich mache mal noch mehr auf. Weil man sieht das nicht so ganz. Mann, der Dönermann packt zu viel ein. So. Da haben wir einmal eine leckere Cocktailsoße. Aber man fokussiert doch mal. Fokussieren. Auf jeden Fall hier so eine Cocktailsoße. Ah, jetzt fokussiert er. Hier haben wir eine Cocktailsoße, Lammfleisch mit Salat, Zwiebel und Tomaten. Aber die sind leider innen drin. Und die verkoste ich heute und gebe euch am Ende ein kleines Statement darüber. Auf jeden Fall, let's get it on und Bismillah. Tomate. Auf jeden Fall sehr lecker. Der erste Biss schon mal. Aber Freunde, ich muss sagen, der Döner ist noch riesig, aber ich bin fast schon satt, fast. Nicht ganz satt, aber fast schon satt.
Boah, das war mein Biss. Boah, Mann. Ganz am Klettern, so langsam kommen wir zum Ende. Freunde, ich bin wirklich schon satt, aber das Stück schaffen wir noch. Gleich fertig. Boah, ich bin wirklich satt. Boah. Boah, was für ein Druck, Alter. Scheiße. Boah, nicht so einfach, so einen Döner reinzufuttern, ey. Boah. So, Freunde, endlich geschafft. Alhamdulillah. Boah, Leute, ich muss sagen, der Preis für 5 Euro diesen Döner lohnt sich definitiv. Ihr werdet satt sein. Auf jeden Fall. Und ja, Freunde, ich kann eigentlich nicht so lange. Vielleicht wisst ihr warum. Und ja, ich möchte noch mal kurz am Ende sagen: Entschuldigung, folgt mir bitte unbedingt auf Twitter. Folgt mir bitte unbedingt auf Instagram. Ich bin da wirklich super aktiv drin.
Cola, da hast du mir zu viel Rübsi gemacht. Freunde, folgt mir bitte auf jeden Fall auf Instagram. Dort seht ihr jedes einzelne Update von mir. Und ja, Freunde, wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Lasst uns gerne die 30 Likes knacken. Und auf jeden Fall, ich versuche zumindest jedes Wochenende ein Video rauszubringen, da ja FIFA jetzt momentan tot ist und eine neue Geburt im September kommt. Wird auf jeden Fall bis dahin noch einige Verkostungsvideos kommen. Und ja, Freunde, auf jeden Fall würde es mich mega freuen, wenn wir, wie gesagt, die 30 Likes knacken. Und dann war es das von mir. Und ja, Freunde, lasst dem Video auch gerne ein Abo da. Und dann bin ich draußen, euer Khalid ist draußen und tschüss. Ich weiß, ich bin tot, Alter. Haut rein.